Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Part vom Spiel Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem dritten Drittel. Und zwar, können wir die Führung verteidigen? Ist es möglich? Bringen wir die nächsten Punkte nach Hause? Ja, und das werden wir jetzt erfahren im dritten Drittel. Geh bereit. Was eine Kulisse. Also, da fühlt sich gleich anders, ne? Ja, also wie gesagt, wir sind immer noch in Unterzahl. Aber nur noch 14 Sekunden. Wir holen hier den Puck. Oh, das war nicht gut, aber... Wieso steht da keiner? Das ist... Was war denn das jetzt? Er hat ins Glück wieder. Oh, hier ist ein Rister! Oh, und es ist auf dem Mark. Hier ist ein Versuch. Geben Sie ihn auf Ihre Hälfte raus. Oh, oh, oh. Aber unser Keeper hält ihn zum Glück mal wieder. The puck is free, now taken up by Eriksson. Knocked right off the stick. The loose puck taken by Williams. In his own end, he'll keep possession. Cologne setting things up in center. Komm, hol ihn dir. Whoa, what a play! Shook through great. Got in the way of that one. Sind wir, ja, wir sind wieder komplett. Defensive end to get it. Ein Glück. Alter, was machst du da? Alter, wieso schießt der jetzt nicht? Das kann ich mir nicht erklären. Boah, ja, in den Schuss gut reingegangen. Aber die Gefahr ist doch ist gebannt. Aber den blockt er. Aber ich habe ihn immer noch. Aber da ist keiner. Oh, aufpassen. Ja, aber den kann er nicht so viel verwerten, ein Glück. Ja, das gibt Icing. Aber es wird nochmal spannend, weil ihr seht ja, wir werden richtig hinten reingedrängt. Aber den Puck haben wir zum Glück wieder gewonnen. Also, Tor? Hä? Wie denn jetzt das Tor gemacht? Den einfach abgelenkt ins Tor rein? Keine Ahnung, wie hat das Tor jetzt gemacht? Brent Rennicke. Würde ich mal sagen. Also, so sieht's ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. All kinds of odd goals happen from time to time. This one just works its way in. Adler Mannheim's goal has taken them to an even larger lead on a night that they have had the offense going. Third period of play. Da verlieren wir das Bulli. It's a 3-on-2 as they move in. Oh, big rebound here. And he freezes for the whistle. Freezes for the whistle, was meint denn damit? Aber es gibt ja jetzt wieder ein Bulli. Andros is going to stop that puck all night long. It's not a difficult shot, but it's his positioning that makes it so easy. Und hier sind wir noch mit hier. Wiederholung. Adler Mannheim's got a face-off win. Und wir können uns den Puck holen. Looking to Headman up the wing. Ja, und jetzt gehen wir. How will they defend this? Fires! A shot! That hits somebody! And so now a penalty will be handed out. Oh, gegen wen gibt es eine Strafzeit? Adler Mannheim's minor penalty is for slashing.
Ja, wer kriegt jetzt? Krieg ich ihn jetzt? Oder die Kölner ihn? Ah, ne, wir. Stockschlag. Schon wieder. Hasn't been effective yet. Adler Mannheim's got a defense. Muss ich jetzt auf Sicherheit machen? Oh, aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ihn darüber legen. And the possession taken by Eriksson. Pass moved up the wing to Williams. Big drive. Good centering pass to the slot. And possession snapped up by Eriksson. Aber das war wieder nicht gut. Directing that one to Williams. In on the two on two. Outstanding glove save. Aber den hält der gegnerische Torhüter wieder eins. Was gibt's jetzt? Also noch 23 Sekunden Powerplay. Also sind wir in Unterzahl. What a great glove stop there. Good clean win. Den mache ich lieber auch auf Sicherheit. Oh, the hands are quicker than a glove. Great save. I don't know if he's going to make a save much easier than that one. He's in good position. It's a rather routine stop. Ja, meine schöne Chance. Der hat schon 24 Paraden. Good face-off win. Fires. Und der blockt er schon wieder. So, wieso hat er sich nicht wegbewegt? Ich habe den Signal nach hinten gedreht. Ja, das ist mir jetzt gefragt. 3 Minuten 35 noch. Ja, müssen uns nicht anders angucken. Adler Mannheim's got it. The shot is off. In this situation, you have to hit the net. Sometimes it's best just to fire right at the goaltender. Passed one right between the circles. Oh, and a save. Put his pads together and got the whistle. Was ist jetzt schon wieder? Scheinbar nur normales Bulli, aber es sieht nicht so aus. The shot's delivered quickly, but he smothers the bottom of the net so well. Gets his legs out to make the stop. Ja, nur normales Bulli. Und das war kacke, sorry, ich muss mich echt bei den Bullies konzentrieren. Glück gehabt. Adler Mannheim's got possession in their own end. Up the wing with it now. And snapped up by Eriksson. Lass ich mir wieder den Ball abnehmen hier. Oh, die letzten Sekunden. Die letzten Sekunden. Passing one off now to Gotch. Nice pass right up the gut. Nochmal nicht die Möglichkeit, aber. The goalie gave him the glove side and he took it away. What a stop. Adler Mannheim's got it in their own end. Ich glaube, das ist die letzte Möglichkeit. They don't ask how, he just did. Kein guter Pass. Cologne's carrying it on through the area between the blue line. Das weiß. Was? Pass attempt to fall. A shot and it's driven away again. Ja, das war's. Da haben wir noch sogar ein Tor draufgelegt. Am Schluss. I'm not looking forward to practice tomorrow. Hier sehen wir nochmal einige Wiederholungen. Ja. Also es war am Anfang schwieriger. Ich habe gedacht, es wird enger. Und nicht, dass es wieder so ein klares Ergebnis wie 5:1 wird. Ich nicht gedacht. Weil nach diesem 1:0 von den Kölner Haien war ich wirklich... Ich habe gedacht, ui? Ja. Gehen wir mal zurück zur Zentrale. Und dann war es das, glaube ich, auch schon wieder. Und sind wir schon wieder durch. Ja. Mit dem Part.
Parts werden jetzt kürzer, dafür ordentlicher. Ja? Das nächste Spiel ist gegen die Nürnberg Tigers. Da können wir noch hin simulieren. Also 7 von 52 Spielen sind jetzt um. Und wir sind immer noch Erster. Wir simulieren manchmal mal zu dem Spiel hin, aber das Spiel gibt es dann erst im nächsten Part. Ja, und damit verabschiede ich mich. Der Part ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Ja, zum Spiel Adler Mannheim gegen die Nürnberger Ice Tigers. Tschö mit euch.